In diesem Video soll es darum gehen, was und vor allem wie wir in den nächsten Wochen lernen werden. Das Thema heißt klassische Mechanik. So, klassische Mechanik wird traditionell in zwei Bereiche aufgeteilt. Und zwar gibt es einmal die sogenannte Kinematik. Das kommt aus dem Altgriechischen und von dem Bo Wort Kinema. Oder Kinema. So, einmal richtig schreiben. Kinema. Kinema bedeutet so viel wie Bewegung. Dort geht es darum, die Beschreibung von einer Bewegung festzuhalten, darzustellen. Und dann gibt es die Dynamik. Auch das kommt aus dem Altgriechischen. Wort heißt Dynamis und auf Deutsch bedeutet das Kraft. So, in vielen physikalischen Büchern wird dann gesagt, es geht um die Ursache von Bewegungen. Meiner Meinung nach wäre es richtiger zu sagen, dass man von der Ursache von Bewegungsänderungen spricht. Jetzt kommen wir dazu, zu dem Wie. Wie machen wir das Ganze? Und ich habe mir Folgendes überlegt: Wir werden ein Computerspiel programmieren. Also unser Kontext ist ein Computerspiel. Und in diesem Spiel wird eine Kugel geworfen. Dabei habe ich mir folgende Ziele vorgenommen. Also das Wichtigste: Die Kugel soll sich physikalisch weitgehend richtig verhalten. So in Anführungszeichen. Ja, diesen Begriff physikalisch weitgehend richtig, den müssen wir noch klären. So, Satz zu Ende, verhalten. So, jetzt zu den physikalischen Eigenschaften. Ich möchte, dass die Kugel von Wänden abprallt. Dann sollen die Kugeln oder die Kugel soll vom Wind beeinflusst werden. Und als letztes soll es darum gehen, dass die Kugel auch von der Gravitation beeinflusst werden soll. Und damit das Tafelbild noch symmetrisch aussieht, machen wir hier noch ein Pfeil.